Ahoi, liebe Camper-Nation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Ihr habt es bereits gelesen, es geht um die Osram Nightbreaker LED-Lampen. Und was wir dazu zu sagen haben, gibt es nach unserem Intro. Das letzte Video zu unseren Osram Nightbreaker LED, für euch gleich von vornherein, das ist nicht von Osram gesponsert, dieses Video. Die sind selbst von uns gekauft und bezahlt. Und wir wollen aber trotzdem sprechen, ich glaube Mai war das, wo wir das letzte Mal darüber berichtet haben. Mussten ja 3 Videos machen, bis der letzte es vielleicht verstanden hat, dass diese Dinger im Ducato, im Jumper und im Boxer auch fürs Fernlicht gilt. Bei allen anderen können wir es euch nicht sagen, müsst auf die Seite von Osram gehen. Das gleich am Anfang, es ist wirklich so, die Dinger darfst du als Fernlicht und als Abblendlicht nutzen. Genau, es handelt sich dabei um H7 Birnen und daher ist das auch kein Problem. Genau. Fürs Fernlicht als auch fürs Abblendlicht. Aber alles steht auch auf den Seiten, müsst einfach mal gucken. Wie gesagt, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir endlich die dunkle Jahreszeit. Im Sommer war schlechter, Videos davon zu machen. Jetzt wird es dunkel. Wir haben Erfahrungsberichte. Und ich glaube, derjenige, der dieses Auto am meisten fährt, der sollte auch darüber berichten. Dann machen wir das mal. Ja, kommen wir einfach mal zu den Fakten. Osram sagt, bis zu 220% mehr Licht auf der Straße. So hell? Ja, doch so hell. Wow. Ich kann definitiv bestätigen, es ist heller. Man sieht wesentlich mehr von der Straße. Aber wir zeigen euch dazu gleich nochmal ein paar Bilder bzw. ein paar Fahrszenen, damit ihr dann nochmal den Vergleich zwischen den Halogen und den LED-Scheinwerfern oder beziehungsweise den LED-Lichtern sehen könnt. Ja, und sie sagen auch bis zu 5-mal mehr Lebensdauer oder längere Lebensdauer. Dieses können wir natürlich jetzt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob das wirklich so ist. Sie sind robust. Da gibt es, denke ich, glaube ich, wenig Probleme und ich glaube auch, dass sie länger halten. Das glaube ich auch. Ich kann sagen, es ist halt eine andere Lichtfarbe. Wir haben hier jetzt ein mehr weißes Licht als ein gelbes Licht, wie die Halogenlampen so ihre Lichtausbeute haben. Also sprich, da spricht man von der Leuchtfarbe, also in Kelvin gesprochen. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, 6000 Kelvin. Das ist halt weißes Licht. Und dieses weiße Licht ist für mich als Fahrer nicht so ermüdend als so ein gelbes Licht. Das ist erstmal der eine Vorteil, den ich dabei sehe. Und zu dem anderen Vorteil ist es dann so, zu dem anderen Vorteil ist es einfach so, dass ich sage, ich habe auch auf jeden Fall mehr Licht auf der Straße. Das kann ich definitiv sagen. Denn wo es mir aufgefallen ist, dass ich die Seiten, also zur rechten Seite und zur linken Seite, wenn es dann so zum Beispiel auf ein Feld geht, besser ausgeleuchtet habe. Und das hat einen großen Vorteil. Man kann zum Beispiel auch das Wild schneller erkennen, ob was auf der Straße oder beziehungsweise ob was auf dem Feld steht, und dementsprechend sieht man das halt auch früher. Man kann halt rechtzeitiger dabei reagieren. Für mich super Sache. Ich finde es gut, dass man die endlich günstig nachrüsten kann. Der Test dieses halbe Jahr, wo wir die Dinger testen, hat für mich auf jeden Fall gerade in der jetzigen Jahreszeit gezeigt, es lohnt sich auf jeden Fall, diese 100 € in die Hand zu nehmen. Mittlerweile sind sie teilweise auch schon unter 100 € zu erreichen oder zu bekommen. Das muss man halt einfach sehen. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal auf die Fahrszenen, damit ihr einfach mal den Unterschied selber sehen könnt, wie es mit Halogen und LED-Licht aussieht. For the wind, wait.
Silence is everywhere, and you're not. Die Fahrtszenen habt ihr gesehen. Ich glaube, das Bestmögliche, was über der Kamera natürlich möglich ist, das muss man immer sagen, das ist in Real Life viel besser zu sehen als natürlich über der Kamera. Das wissen wir, das wisst ihr hoffentlich auch. Aber ich glaube, man merkt schon den Unterschied. Ein Halogenlicht ist ungefähr, also das Abblendlicht bei 3000 Kelvin und wie gesagt, das Osram-Abblendlicht bei 6000. Also mindestens die doppelte Lichtausbeute hat man da. Und das merkt man schon. Fragen waren dazu, muss ich zum Beispiel die Scheinwerfer danach nochmal einstellen, weil man holt die ja raus? Ja, man kann natürlich die Scheinwerfer auf jeden Fall nochmal einstellen. Wir haben geguckt, ob die, also wo die Scheinwerfer genau sitzen, auf dem Schraubenpunkt sozusagen, und haben die dort wieder reingesetzt. Dann habe ich kontrolliert, hat sich was verändert. Also man sieht eigentlich, wenn man in die Ferne leuchtet, ob das blendet oder nicht. Zumindest kann ich das da ganz gut erkennen. Und das war auch in Ordnung. Daher sind wir persönlich nicht zum Test gefahren. Aber man kann natürlich zum Test fahren. Alles gerade gut. Jetzt im Herbst wird es ja auch immer wieder angeboten. Oder auch zum Winter hin, ja, dieser Lichttest. Macht das, es ruhig. Das macht auch Sinn, zwischendurch einfach mal das zu machen. Klar, logisch. Dann gab es eine Frage natürlich mit den Einfrieren. Da müssen wir sagen, so kalt ist es noch nicht, dass wir das jetzt mit den Frieren haben können, haben wir aber so auch noch nicht gehabt. Also weil ja man sagt, diese Halogen haben irgendwie eine Wärme, dass das da nicht so ist. Das ist auch so, klar. Beim LED wird es nicht sein. Da werden wir euch aber in einem weiteren Video, wir werden diese Osram LED Nightbreaker immer wieder weiterhin. Ich möchte dazu allerdings noch was nochmal loswerden. Denn wenn man die Fahrt antritt, muss man sowieso dafür sorgen, dass die Scheinwerfer vorher frei sind und nicht, dass sie während der Fahrt freigehen. Also da sollte man drauf achten, denn es bringt sonst eine Streuwirkung im Scheinwerfer und das Licht kommt nicht mehr da an, wo es erstens hin soll. Das heißt, ihr seht schlechter und der Gegenverkehr wird geblendet. Daher immer vorher enteisen. Und das musst du sowieso mit einem kleinen Eisspray machen und gut ist es. Das ist einfach so. Genau. Wir sind, wie gesagt, davon überzeugt von diesem Produkt. Wie gesagt, es ist, nimmt es als Werbung, obwohl wir es selber gekauft haben. Und wie gesagt, jetzt sind sie wirklich günstiger. Wie haben wir sie für 102 Euro bezahlt? Sie gibt es jetzt schon bei 88 Euro. Der Preis fällt, weil auch Osram immer mehr Fabrikate dazu einführt. Auch in Österreich werden gibt es jetzt schon Sachen, die es funktionieren können. Leider wissen wir immer noch nicht, ob in Österreich das für ein Fiat geht. Können wir leider noch nicht sagen. Der letzte Stand, den wir hatten, ging es leider nicht. Und damit ihr es einfach habt, der Link natürlich zu diesen LED-Leuchten ist in der Videobeschreibung. Da braucht ihr nur draufklicken. Und dann findet ihr die bei Amazon und könnt die da auch gleich bestellen. Und sind eigentlich ruckzuck da. Genau. Ich glaube, das soll es dazu gewesen sein. Wieder mal so ein kleines, wissenswertes Video. Ein Hinweis habe ich noch. Wir haben alle Fahrszenen mit manueller Einstellung gedreht. Das heißt, sie haben exakt die gleiche Helligkeit und sind daher auch dementsprechend gut zu vergleichen und nicht verfälscht oder sowas, dass die Kamera selber justiert, ob es jetzt heller die Kamera stellt oder dunkler die Kamera stellt. Also die sind auf jeden Fall manuell aufgenommen. So. Und damit soll es gewesen sein. Wir hoffen, es war für euch wissenswert. Wenn ihr noch Fragen habt, runter in die Kommentare. Dann können wir das in das nächste Video zu den Osram Nightbreaker. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo wir das hier machen und das wegschmeißen. Sagen wir, was ist das für ein Dreck? Glauben wir aber aktuell nicht. Bisher nicht, nee. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.